Dann habe ich noch eins, habe ich noch für euch, und zwar ganz witzig. Mein Sohn war dort in der Volksschule, wo ich das natürlich geschrieben habe. Und ganz stolz hat er natürlich erzählt, die Mama hat ein Buch geschrieben und ich habe ihr den Anstoß dazu gegeben. Und wie ihr wisst, komme ich aus Vorarlberg und mein Deutsch wird immer wieder hapern wegen Legasthenie einerseits. Das zweite ist, der Ursprung meiner Familie ist nicht Österreich, sondern Italien. Und man kann machen, was man will, man spürt es immer nur manchmal oder zumindest bei mir. Und das dritte ist natürlich, ein Vorarlberger hat immer wieder diesen Akzent drin. Und das merkt man an verschiedenen Worten. Jetzt habe ich ja dafür extra ein Lektorat angestellt, damit die Kinder nicht unter meiner Unfähigkeit leiden müssen. Und habe das okay gekriegt, habe das noch gedruckt. Und dann kommt mein Sohn und sagt, Mama, Mama, du hast da drin ein Wort, das gibt's gar nicht. Und ich, was? Ja, wir haben das Buch vorgelesen in der Volksschule. Das war ja ganz nett von der Lehrerin. Ich weiß nicht mehr den Namen, aber ich bedanke mich heute an dieser Stelle bei ihr. Das war eine große Wertschätzung und ich danke ihr, dass sie auch das gemacht hat für meinen Sohn. Auf jeden Fall sagt er, ja, du hast da drin das Wort verschreckt. Das gibt's gar nicht. Und das stimmt. Es gibt dieses Wort verschreckt nur in der Mundart. Und ganz bestürzt bin ich, es heißt normal erschreckt oder erschrocken, aber ganz bestürzt bin ich zu meinem Lektorat und habe gesagt, du, wieso ist das passiert, dass dieses Wort da drin ist, wo es gar nicht gibt? Dann sagt die Ursula, weißt du, manchmal ist es auch wichtig, dass man Mundart transportiert bzw. die Melodie nicht zerreißt. Und vor allem finde ich das auch nicht schön, wenn man jemandem die Melodie quasi durch die deutsche Sprache nimmt. Und sie hat das ganz passend gefunden, als Vorarlbergerin, wo ich wahrscheinlich verschreckt eher, also meine Bücher verkauf oder vorlies, dass dieses Wort drin bleibt, weil es einfach zum Vorarlberger Dialekt gehört. Da war ich ganz erstaunt und habe mir gedacht, ja, wieso nicht? Wir verwenden das ja wirklich in unserem Sprachgebrauch ganz alltäglich. Und es ist kein deutsches Wort, das muss man einfach wissen, aber es ist drin. Was soll's, ich bin Vorarlbergerin und das passt so. Bis zum nächsten Video. Tschüss miteinander.